Guten Morgen hier aus Portimão in Portugal. Ich bin hier eingeladen worden von Bike Promotion, die hier wieder ein tolles Exklusiv-Event durchführen. Und dann war ich ein bisschen fraglich und dachte, was mache ich hier für euch für ein Video? Und jetzt komme ich auf was, das war totaler Zufall und ich habe mit dem Hersteller keinen Kontakt. Das hat sich wirklich total zufälligerweise ergeben. Und zwar werde ich für euch heute mal den Metzeler TD Slick testen. Ich habe noch nie diesen Reifen gefahren. Das ist also der Einsteiger-Slick für die Rennstrecke, für alle die noch nicht so oft waren. Und weil mich so viele von euch immer schon gefragt haben, hey, wie ist denn der Reifen? Wie geht denn das? Reicht das für meinen Speed oder soll ich den fahren? Dann werden wir das genau heute hier im wunderschönen Portimão. Es ist gerade ein bisschen noch feucht. Es wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten 2 Stunden trocken. Dann geht es auch erst los. Geht erst um 12 Uhr los. Die Jungs kamen gestern von Estoril an. Von dem her haben wir noch ein bisschen Zeit. Die Heizdecken sind schon an. Und ich glaube, den Reifen kann man sogar ohne Heizdecken fahren, aber ich fahre jetzt mal mit Heizdecken. Die Strecke kenne ich sehr gut. Es ist eine der geilsten Strecken, eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. Und ich habe weder ist das Video von Metzeler gesponsert, noch sonst irgendjemanden. Ich habe keinen Kontakt zu Metzeler. Wir werden einfach für euch herausfinden, knallharte, ehrliche Meinung über den Metzeler TD Slick. Für euch hier gratis auf YouTube. Bleibt dran! Also den Metzeler TD Slick, den gibt es ja zum Beispiel auch bei Renngrip zu kaufen und da steht es ganz klar, er kann auch ohne Heizdecken gefahren werden. Sie empfehlen aber durchaus den Einsatz von Heizdecken, das werde ich jetzt auch machen, auf 80 Grad aufheizen. Was ich nicht gewusst habe und was absolut eindeutig ist, ja, den Reifen gibt es nur in einer Mischung. Sprich, man muss sich auf jeden Fall schon mal nicht irgendwie Sorgen machen, bei welchen Mischungsverhältnissen oder welchen Temperaturverhältnissen welche Mischung man wählen muss. Den Hinterreifen soll man jetzt mit 1,8 bar fahren und den Vorderreifen sollte man auf 2,3 bar heiß fahren. Das heißt, das sind jetzt einmal die Angaben, die Herstellerangaben der Luftdrücke und mit denen gehe ich jetzt auch einfach mal los, ohne da jetzt selber zu experimentieren, auf eigene Verantwortung was zu ändern, sondern einfach mal das, was der Hersteller sagt. Und das wird interessant, weil Portimão hat einen relativ neuwertigen Asphalt, der sehr aggressiv zu den Hinterrädern ist. Mal schauen, ob der Metzeler TD das abkann. Das wäre natürlich schon eine Wucht, wenn er das kann. Und ich bin natürlich gespannt, was sowas griptechnisch kann. Weil ich bin natürlich schon, muss ich sagen, von den ganzen Performance-Reifen so minimal ein kleines bisschen verwöhnt. Ne? Also minimal. So, erster Turn. Ich muss sagen,
erstes Gefühl, erster Eindruck, sehr positiv. Also zumindest nichts, was er nicht machen soll. Es war jetzt noch ein bisschen feuchte Stellen draußen, von dem her war das jetzt sehr optimal. Reifen schaut gut aus, Druck hat auch gepasst. Moped fühlt sich noch ein bisschen schwerfällig an. Das liegt jetzt aber auch daran, dass wir jetzt im Moment einfach noch nicht den Druck auf der Bremse haben in die Kurve rein. Ich war jetzt einfach mal komplette 40 Minuten da draußen. Es war so schön, wieder mal einfach Moped zu fahren. Es waren noch ein paar feuchte Flecken. Von dem her war der TD jetzt gerade wirklich optimal. Viele sind gar nicht rausgefahren. Ich bin rausgefahren, trotz alledem. Weil ich hatte keine Angst, dass mir der Reifen auskühlt. Also mit nassen Flecken, stellenweise, wo du halt einfach nicht so pushen kannst. Du kannst den Reifen nicht so auf Temperatur halten. Das war mir jetzt bei dem TT einfach total egal. Ist ein riesiger Vorteil. Habe ich jetzt wirklich, ehrlich, positiv empfunden. Da dachte ich mir, ja, den kannst du eigentlich auch ohne Heißdecken fahren. Von dem her brauchst du jetzt keine Sorgen machen, wenn der jetzt mal 20, 30 Grad weniger hat als 90. Und dachte ich mir, okay, das geht schon. War da Open Pitlane vorbei, kam rein, bin ja auch 3 Minuten in der Boxengasse gestanden und bin gleich wieder raus, wie wieder grün war. Das ging auch ohne Probleme. Grip-Level kann ich noch nichts dazu sagen, war ich nicht schnell genug. Mir hat jetzt auch vom Turning, vom Bike so ein bisschen noch der Druck auf der Vorderachse gefehlt in die Kurven hinein. Das wird sich jetzt erst ändern, wenn es wieder trocken ist. Das Hinterrad haben wir schon am Limit, es fängt jetzt doch relativ früh schon an, sich anzukündigen. Ja, da hätte ich jetzt gerne ein bisschen mehr Grip, aber das geht halt jetzt nicht. Jetzt muss ich mal schauen, der Luftdruck war ein Zehntel, eineinhalb zu hoch. Ein bisschen nochmal angeglichen, nochmal zurück auf 1,8, war jetzt knapp auf 2,0. Metzler sagt anscheinend 1,8. Mein Gefühl nach würde ich ja mal weiter runtergehen. Auf der Vorderachse habe ich das Gefühl, ich komme nicht so schräg, wie ich gerne möchte. Der Reifen hält mich ein bisschen auf in der Schräglage. Das sind mal die ersten Eindrücke. Man muss aber auch bedenken, dass man jedes Motorrad auf jeden Reifen immer ein bisschen abstimmen muss. Das ist auch ein Faktor, den man jetzt hier nicht vergessen darf. Und ich habe jetzt überhaupt keine Abstimmung vorgenommen. Von dem her. So, wir sind jetzt hier beim zweiten, theoretisch war das jetzt hier der dritte Turn. Jetzt haben wir mal die Zeiten, das sind die schnellste Zeiten, 1,51, 54 von Michael Seibold, also Michi Motorsport, 1,56 Alessandro Berthold und ich bin hier unten mit einer 1,56,6. Von dem her, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir fahren jetzt mit einem Einsteiger-Slick und mit einem Straßenmotorrad mit ABS und allem drum und dran, ist das jetzt okay. Allerdings fühle ich mich jetzt nicht so, als wenn ich noch 5 Sekunden schneller fahren könnte. Also das empfinde ich überhaupt nicht möglich. Vielleicht gehen noch 2-3 Sekunden, es sind ein paar Stellen, da ging es noch schneller. Vielleicht gibt es noch 2-3 Stellen, wo es noch ein bisschen schneller geht. Da sind noch ein paar feuchte Flecken, speziell Eingang statt Ziel, wo man doch noch ordentlich rausnimmt. Das sind bestimmt irgendwo 1-2 Sekunden, die da rumliegen. Allerdings an ein paar Stellen ist es definitiv keine Komfortzone mehr, speziell am Hinterrad. Zum einen am Kurveneingang auf der Bremse hat man das Gefühl, das Hinterrad verzögert relativ wenig gegenüber jetzt anderen von Pirelli und so weiter. Da ist es ein bisschen, möchte ich sagen, ja, also wenn die Motorbremse ein bisschen auslässt und ab dem Zeitpunkt, wo du das Gas anlegst, hast du schon auch einen erhöhten Schlupf hinten. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, bin letztes Jahr mit der
Yamaha hier 1,49 gefahren. Jetzt sind da irgendwo gerade mal 7 Sekunden. Also das sind Welten. Also das ist wirklich der Einsteigerslick. Das ist nicht das Niveau vom, definitiv nicht. Nichtsdestotrotz ist es aber sehr spürbar, was er macht. Also das waren jetzt bisher noch keine Momente dabei, wo ich sage, oh, das war jetzt irgendwie kritisch oder so, sondern es ist kontrollierbar. Aber man kommt doch relativ früh in den Grenzbereich rein. Jetzt habe ich den Luftdruck noch ein bisschen ablassen. Ich fange jetzt an zu experimentieren. An der Vorderachse möchte ich gerne weiter rausfahren. Da ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das Motorrad will nicht mehr Schräglage, ich komme aber mit dem Vorderreifen nicht raus. War nicht optimal. So, das war jetzt der letzte Turn und jetzt habe ich nochmal eine Kleinigkeit gefunden. Und zwar ist mir aufgefallen, geschuldet dessen, dass der Reifen weniger Druck braucht, speziell das Vorderrad, weniger Druck braucht, damit es lenkt. Damit eben der Einsteiger auch eben den Reifen zum Arbeiten bringt. Wenn du dann aber schneller wirst, dann zeigt dir der Reifen das Vorderrad ganz deutlich an, du Kollege, das ist mir hier zu viel Druck. Und ich habe das Problem gehabt, speziell jetzt, wo schneller wurde, dass ich quasi am Kurveneingang auf der Bremse, auch beim Bremselösen, noch so eine Gedenksekunde oder zwei Gedenksekunden gebraucht habe, damit ich das Motorrad quasi das Gewicht von der Vorderachse wegbringe und noch auf die Hinterachse bringe. Dieser Moment war jetzt zu lange, weil das Motorrad, glaube ich, auf den Bridgestand abgestimmt war. Der Bridgestand hat eine härtere Kasse, der kann mehr Druck ab vorne, der braucht den Load mehr. Und da habe ich den Load jetzt eher wegnehmen müssen. Also was habe ich gemacht? Vorderachse drastisch die Zugstufe verringert, drastisch. Und das hat jetzt schon nochmal 1,4 Sekunden gebraucht. Das Motorrad war sofort besser am Turnen in den Zeitpunkt, wo ich die Bremse losgelassen habe und wieder ein Stützgas gehe. Ich konnte früher ans Gas gehen, engere Radien fahren, auch den Reifen jetzt weiter rausfahren. Das heißt, der hat sich nicht mehr so einen Aufstellmoment gehabt. Und was ich jetzt auch noch machen möchte, ich möchte noch gerne die Gabel bündig machen, um noch mehr Gewicht wegzukriegen von der Vorderachse. Und ich glaube, dann wird schon in einem Bereich und du schlägst im Endeffekt zwei Fliegen mit einer Klatsche, weil du dann früher das Gewicht am Hinterrad hast und somit auch mehr Grip am Hinterrad. Also das hat einen doppelten Effekt. Das war jetzt echt gut, bin jetzt quasi 55,0 gefahren. Jetzt bin ich hier gerade noch 3-4 Sekunden weg von den richtig schnellen Jungs wie Michi Motorsport und so weiter und das mit dem Serienmotorrad mit ABS etc. Also das war schon echt jetzt ein paar Mal grenzwertig, vor allem auf der Bremse. Da merkt man schon, dass das Hinterrad auf der Bremse, das Hinterrad, also es bremst nicht so stabil hinten mit. Die Bremswirkung über die Motorbremse ist geringer, es fängt früher an zu tänzeln. Das bin ich jetzt, das ist so ein bisschen so ein Negativfaktor. Da hat das Rad einfach zu viel Negativschlupf irgendwie gefühlt. Ja, aber das kriege ich auch nicht. Ja, Serienfahrwerk, da könnte man noch. Ja, da bin ich noch nicht ganz raus. Aber so im Großen und Ganzen jetzt für den ersten Testtag muss ich sagen, für das, dass der Reifen günstig ist, bei geringen Temperaturen kann, von Einsteiger, und ja, doch, macht Sinn. Macht definitiv Sinn. Ich möchte immer noch ein bisschen mehr Turning und ein bisschen mehr Vertrauen in maximaler Schräglage haben. Und schauen, jetzt werde ich die Gabel noch bündig machen und dann schauen wir mal morgen, inwiefern dass das noch besser wird. Also, bleibt's noch dran! So, guten Morgen hier bei Tag 2 in Portimao. Ich bin schon den ersten Turn draußen gewesen und ich habe euch ja gestern noch gesagt, dass ich den Gabelüberstand ändern möchte und das Gewicht vom Vorderrad wegbringen möchte. Und siehe da, das hat absolute Wunder gewirkt. Es ging jetzt gleich mal 1,5, 1,6 Sekunden schneller. Ich bin jetzt bei einer 1,53,8 oder so. Das ist jetzt immer noch der alte Reifen von gestern Morgen. Der hat jetzt quasi 7 oder 8 Turns drauf. Und es ging eigentlich immer schneller, aber jetzt ist schon wirklich vor allem. Also das größte Problem habe ich jetzt auf der Bremse, dass das Hinterrad mir auf der Bremse überhaupt keinen Support mehr gibt und nur noch slidet beim Anbremsen und ich immer quer stehe und nicht mehr später bremsen kann, auch nicht mehr härter bremsen kann. Und beim Ausgang geht auch nicht mehr recht viel mehr. Also für mein fahrerisches Level ist da jetzt schon langsam Feierabend.
Allerdings ist es trotzdem sehr spektakulär, hier mit dem Serienmotorrad inklusive ABS und dem Metzler TD bei den richtig schnellen Jungs mitzufahren. Da sind die Blicke natürlich witzig, wenn man da so am Bremslicht und fast Spiegel rumfährt. Aber nein, also grundsätzlich, die Last wegbringen vom Reifen ist super an der Vorderachse. Das mag er. Jetzt müssen wir noch mehr Last wegbringen. Das Einzige, was ich jetzt wirklich noch negativ empfinde, ist, ich habe nicht das Selbstbewusstsein bei maximaler Schräglage. Dieses Bam runterhauen auf den Ellbogen, ab einer gewissen Schräglage wird er so ein bisschen so teigig. Dagegen haben mir bisher andere Reifen mehr Vertrauen gegeben. Aber der lässt sich bis zu einer gewissen Schräglage super führen und ab einer gewissen Schräglage, ich sage jetzt mal so ab 45, 48 Grad gefühlt, da gibt ja der Reifen zum Verstehen, hier ist jetzt gerade Schluss, ich will jetzt nicht mehr Schräglage haben. Ist aber nicht so, dass man das nicht spürt, das merkt man eindeutig und da ist auch nichts zu spät. Aber dieses für den Fotografen am Ellbogen runterdrücken, das will er nicht, habe ich im Gefühl. So, jetzt werden wir den Reifen einfach noch ein bisschen zu Ende fahren und schauen, wie viel das tatsächlich drauf geht. Er schaut immer noch nicht schlecht aus, komischerweise. Wird irgendwie gefühlt optisch nicht weniger, obwohl er echt schon hinten ziemlich im Arsch ist. Und und dann treffen wir uns beim Endfazit. So, tatsächlich jetzt im letzten Turn, da wo der Reifen quasi schon über 10 Stints drauf hatte, war das jetzt in einem permanenten Slide zum Fahren und ich konnte dadurch nochmal schneller fahren, weil ich quasi diesen Haftungsabriss nicht mehr eingefahren habe, sondern mich permanent drin aufgehalten habe und dementsprechend gut war das Feedback vom Reifen. Jetzt konnte ich konnte mich verbessern auf 1,52,4. Es war aber allerdings auch, weil einer hinter mir war, da wusste ich, der ist dementsprechend schnell und deswegen habe ich da nochmal nachgedrückt, aber das war jetzt Limit und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Also grundsätzlich, der Reifen ist im Endeffekt ist schon sehr gut, ist vor allem die Kombination für einen Einsteiger bis hin zum sehr schnellen Hobbyfahrer hat das einen Vorteil. Allerdings denke ich, umso schneller der Fahrer wird, desto früher bekommt er am Vorderrad in Schräglage ein bisschen Probleme, auch beim Support, beim Bremsen vom Hinterrad. Man kann da ein bisschen entgegenwirken mit einer Setting-Änderung, mit der Geometrieänderung, so wie wir es jetzt bei der Yamaha gemacht haben. Das hat gut funktioniert, ist viel besser gewesen. Aber so ist es natürlich bei jedem Reifen. Mit jedem Reifen musst du dich damit auseinandersetzen, sonst funktioniert natürlich kein Reifen. Ne? Also ein und dasselbe Setting oder ein und dieselbe Geometrie mit allen Reifen, das gibt's halt nicht, das ist Wunschdenken. Von dem her normal. Mich hat es an und für sich aus dem Grund fasziniert, weil wir jetzt doch relativ hart gepusht haben über die Distanz und der Reifen immer, da ist immer noch was drauf, obwohl er jetzt schon nachlässt. Aber ich denke, wenn da einer ein Einsteiger, dann kann der echt lange damit fahren, ohne dass es bedenklich wird. Von dem her als Einsteigerreifen wirklich, wirklich zu empfehlen. Und ich glaube auch, dass mal ein schnellerer Fahrer mit sowas fahren muss. Warum? Damit er mal sieht, wo die Unterschiede sind. Und vielleicht auch dann den Performance-Reifen aus à la Pirelli und so weiter, oder Michelin und Bridgestone und Dunlop, dann den Reifen vielleicht auch ein bisschen mehr wieder die Radienführigkeit unter mehr Last wieder besser schätzt und damit mehr arbeiten kann. Also es macht durchaus Sinn, auch einmal als schon erfahrener und zügigerer Fahrer mit dem Reifen zu fahren, vorausgesetzt, man hat das notwendige Feingefühl. Wenn man das natürlich nicht merkt, dass der Reifen am Limit ist und dann das Vorderrad vielleicht stürzt, dann ist das auch wieder nicht zu empfehlen. Das ist halt die Frage, inwiefern dass man da ein bisschen feinfühlig ist, obwohl der Reifen das aber relativ, relativ gut macht. So, also, soweit zu meinem Test, mein Feedback zu dem Reifen, kann man empfehlen. Ich werde ihn vielleicht hin und wieder mal bei der Instruktion fahren, mal schauen, was sich ergibt in Zukunft mit den Reifenherstellern. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, abonniert gerne das Video. Ich sage vielen, vielen Dank an Bike Promotion, die mich eingeladen haben. Danke an Thomas, der das ermöglicht hat. Mich einfach hier eingeflogen, dass ich ein bisschen für euch ein Video machen kann, selber ein bisschen Moped fahren. Ich war echt happy, einfach mal wieder frei Moped zu fahren, ohne Druck, weil das einfach total spontan war. Und von dem her, abonniert gerne den Kanal, gebt einen Daumen hoch für das Video und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. 45 kurz zu einem ganz kurzen Briefing in die Boxengasse. In 8 Minuten kurzes Briefing in der Boxengasse. Bitte kommt 12:45 hier vor die Box 37. Attention paddock. We will do a short briefing in 8 minutes. Please come in 8 minutes to the pit lane for a short briefing. Thank you.
Also Thomas, danke für die Einladung. Hat mich gefreut. Gerne, weißt du.